Willkommen zurück, Leute, zu Life is Strange. Ja, ich muss immer so lange warten, bis die Sonne untergegangen ist, damit es hier nicht so hell ist. Unglaublich. Und jetzt ist es wieder schon spät am Abend, aber ich hoffe, ich kann mich noch gut konzentrieren auf die folgende Tätigkeit, die wir hier zu tun haben. Und zwar sollen wir Max, Chloe sagen lassen, was sie in ihrer Tasche hat. Und ich hatte das letzte Mal ja schon gemacht. Trotzdem muss ich nochmal überlegen, bei... Naja, ich verrate mal nichts. Auf jeden Fall sagen wir, ich weiß es nicht, oder wir raten jetzt, und da ich weiß, was drin ist, sagen wir Schlüssel. Your car keys. Duh, way too easy. I need details. Describe my keychain. Es war... Oh, ich glaube, ich habe sogar jetzt immer was Neues. Ich weiß es nicht. I don't know. Do you have some kind of power or not? Okay, psychic girl. Let me show you what's actually. Wir müssen es uns zeigen lassen, damit wir einmal zumindest gesehen haben, was sie in den Taschen hat, und dann können wir ihr sagen, was sie drinne hat. Aber irgendwie war es diesmal was anderes. That was beyond epic fail. You even made me want to believe you. Hey. Okay, es ist doch immer dasselbe. Wurde es mir gerade noch nicht angezeigt oder was? Wir gucken uns auf jeden Fall an. Okay, Max. Study every item carefully and don't forget anything. So, wir haben einen Panda-Anhänger und nicht einen Schädel. Und was hatte sie dann noch gerade als Auswahl? Egal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Zigaretten. Dann das Geld, was ich nicht checke, wie man es macht. 1 Cent Münze, eine 5 Cent Münze, ein Quarter Dollar Münze, 25 Cents. Aber es ist dann am Ende viel mehr. Und deswegen weiß ich nicht, wie man das hier zählt. Ich weiß nicht, auf was ich achten soll. Auf das Kleingeld selber oder auf das, was mir hier angezeigt wird. Irgendwas mit 84 oder so waren es, glaube ich. So, dann 9. Genau, am 21.09. oder was? Aber das ist nicht wichtig. Um 10.34 Uhr ist die Zeit, wo ein Parkticket ihr gegeben wurde. Genau, 10.34 Uhr, 21.09. Mit dem Sperrgebiet, außerdem kennen Sie, Sie stellen ein Hindernis für den Verkehr oder Fußgänger da, parken Sie nicht wieder in dem Bereich. Okay. So, jetzt sollen wir natürlich die Zeit zurückdrehen. Und wählen hoffentlich das Richtige aus, damit wir beweisen, dass wir Superkräfte haben. Okay, das ist ein bisschen unheimlich. Oh mein okay, Gott! Max, I'm hella ready. Du hast Zigaretten. I'm pretty sure you have cigarettes on you. Yes, you know I'm a smoker. But how many cigarettes? 7. 7 cigarettes. A superpower that allows you to count cigarettes. Cool. Amazing. Something else in my pockets? Okay, du hast deinen Schlüssel natürlich. Your car keys. Duh, way too easy. I need details. Describe my keychain. So, wo ist es jetzt? Der Panda, da ist er ja doch. Aber hat sie nicht gerade was anderes angezeigt mit dem Schädel und so? Ich glaube, wir mussten erstmal uns das angucken, damit wir sagen können, was sie hat. A cute robot panda keychain. Not bad, Super Max. You do have that Irish luck, Caulfield. What else? Ja, dann hast du natürlich noch deinen Strafzettel. A parking ticket. You know me well. But what is the exact time I was busted? Um 10.34 Uhr. 10.34 a.m. Booyah! Max can tell time! Even a broken clock is right twice a day. Whatever the hell that means. So, und jetzt das Geld. Das Schwierigste, weil ich das nicht checke. Clearly I'm rich as fuck. How much do I have? Genau, das waren, glaube ich, 82 oder 86 Cent. Boah, ich rate jetzt mal 86 waren es, glaube ich. 86 Cent. That's right, living large in Arcadia Bay. So. Alles richtig, hoffentlich. Madame. Jetzt ist sie geschockt. Amazeballs. I literally just got chills all over my neck. Wie sie auch guckt. You have powers. I'll take that crap off the table, Chloe. Sure, Mom. How's the food, Max? Better than I remembered. Very good save. Man, I'm hungry like the wolf. Clearly. I'm freaking out about what just happened. You have to show me more. Something way cooler so I will believe you without any doubt. I will predict the future. No way. Ja, das werden wir. Pay attention to everything that happens in the next few moments, so you can dazzle Chloe with your mad power. Mhm. So, sie geht da lang.
Did you break another cup? Really? No refill for you. Der LKW-Typ lässt sie fallen. Call and leave my breakfast. Hey, where is my partner? You're a dick. Don't slap me, bitch. Take your fight club outside. He started it. I'm finishing it. Okay, war's das? This is sure the hell better than that other garbage. I think our jukebox is headed for Davy Jones's locker. So, what are you waiting for? So, jetzt haben wir einiges gesehen. Now, pay attention to everything that happens in the next few moments, so you can dazzle Chloe. Und drehen die Zeit zurück und sagen ihr natürlich, was passiert ist. Hui. I'm going to predict 4 events that will happen in the next 30 seconds or so. So, der Trucker lässt seine Tasse fallen. The trucker drops his mug and Joyce rips him a new one. So, what happens next? Dann bekommt der Polizist den Notruf, aber sein Partner fährt davon. The cop gets an emergency alert on his radio and his partner in the car leaves without him. Well, let's just see how this goes down. Justin und Trevor streiten und Joyce schlägt sie und Joyce beendet es und Joyce ist es egal und Joyce feuert sie an. Sie beendet es. Justin and Trevor are fighting and Joyce breaks it up. This is getting good. Can't wait to see what happens. Und die Jukebox dreht durch, als eine Kakerlake drüber lag, als ein Schmetterling da lang geht, als eine Fliege auf ihr landet, als der Trucker ein neues Lied spielt. Hätte ich es nicht vorher schon mal gemacht, dann hätte ich keinen Plan gehabt, dass ich überhaupt zu der Jukebox hingucken soll. Aber in dem Fall war es eine Kakerlake. The jukebox goes crazy as a cockroach crawls on it. Pretty bizarro, Max. But let's see if everything happens like you said. Oops. Did you break another cup? Oh, really? Go, Mom. No refill for you. Shh. Now I gotta take this call and leave my breakfast. Hey, where is my partner? You called it. But he's off to go bust some skaters. You're a dick. Don't slap me, bitch. Take your fight club outside. He started it. I'm finishing it. Trevor and Justin must be in love. You predicted a cockroach on the jukebox? I pledge allegiance to Max and the power for which she stands. This isn't a toy, Chloe. I do have to be careful how I use it. Screw that! Of course it's a toy. The best toy ever? You can bang anyone with no strings attached, rewind time, and boom! It's like it never happened. Grow up. Maybe you made a move on me and I would never know. Yes, that's what I did. You can rewind time, Max. That's fucking insane. We have to play. I don't have time. You did not just say that. Check out your nose. Too much blow? Das ist merkwürdig, hey, dass das passiert. Okay? Too much excitement. See what happens when we hook up again? Then, let's go to one of my secret lairs and fully test your power. You need a sidekick to guide you. Okay, girl wonder. Show me the way to Chloe's cave. Gefährlich, gefährlich. Wenn Max schon Nasenbluten kriegt, weiß ich nicht so richtig, ob das, gefährlich für sie ist. Truckers have such a romantic life. Always on the road. Hey, Trevor. Holla, Max. By the way, I know you saw me in the dorm. Dana's Zimmer? Nein. Ja, haben wir. Yeah, I saw you coming out of Dana's room. Yeah, and I finally had to tell Justin because, well, he was into her too. How did Justin react? I got him blazed. He was cool. Nobody has secrets in Blackwell anyway. See you in class, Max. Okay. What's up, Justin? Getting my coffee on before I cut class and destroy some rails. Shouldn't you be taking photos? I am always taking photos. I am a camera. You crack me up, Maxer. Of course I'm baked. So I'll laugh at anything. You should be studying, bad boy. So where's all your homework, schoolgirl? School? Speaking of buds, I saw your bro Trevor sneaking out of Dana's room. Trevor finally told me about him and Dana hooking up. He got there first, so I snooze and I lose.
See you later, Max. Na denn. Okay. Oh, want everything. Aber du hast nichts davon genommen. I'm ready for thirds. But you only on your first. My stomach. I wouldn't last one day as a trucker. Those rigs are too. Wollen wir jetzt nochmal mit dem Polizisten quatschen? Hello, sir. Yes? How well do you know Joyce? I know her delicious grub. Everybody at the station comes here. We take care of this place like it's our own kitchen. And Joyce, like she's our mother. Okay. So, you know Chloe? Sadly, we all know Chloe down at the station. Poor Joyce. Just heard that Chloe even had a pot dealer in her room. Nein, gar nicht. Keine große Sache. Wer hat Ihnen das erzählt? Ich muss los. Kein gutes Zeichen. Ich sag mal, kein gutes Zeichen. That's not good. Anyway, that bacon sure smells good. Is she a friend of yours? Ja. Wir kennen sie. Then you know she's a handful. No, I think she's just had some bad luck. You have to create your own good luck. I think Chloe would rather destroy. But I'm just a cop, not a psychologist, so... I guess you're friends with David Madsen. I wouldn't use that word. We know each other. Why do you ask? Nur neugierig. Er hat einen Ruf. Hat er einen? He kinda has a reputation at Blackwell. I have respect for David. He served his country. He found his calling at Blackwell. At the station, we're happy David is exactly where he is. Not everybody can be a cop. I have to go now. Enjoy your breakfast. By the way, one thing I can tell you for certain is to stay away from that RV outside. I usually stay away from sketchy parked vehicles. Wise policy. The guy who lives in it, Frank, is pretty sketchy himself. That's all I can say for now. I should finish up my coffee and get to work. Na, das so eine gute Idee war, mit dem zu reden, aber ist ja eigentlich noch mal gut gegangen. Was läuft im Fernsehen? Coming up at noon, K-Bay 7 News will explore the mystery of yesterday's unusual snowfall on a warm and sunny late afternoon that confused and delighted Arcadia Bay residents. We'll be talking with Portland meteorologists in the area and look at some of your fun video reactions to the odd snow flurry. Who knows? Maybe Mother Nature was pranking us all. So, stay tuned to K-Bay 7 News for the real story. Okay. Können wir uns die ganze Geschichte dann angucken oder nicht? Das hatten wir ja alles schon. Ja, hatten wir mit dem schon gequatscht? Der wollte ja gar nicht reden, ne? Mit ihm haben wir schon geredet. Vielleicht jetzt nochmal mit Chloe, die hier so steht. Okay, Supergirl, let's go to my secret place. Don't even answer. We have places to go. Wir werden angerufen. Come on, before Mom starts some more shit, let's bail. It's Kate Marsh from Blackwell. Big whoop. You don't call me once in 5 years and now you're all over some biatch you see every day at school? I see how you roll. So go ahead, chat up Kate Marsh from Blackwell. I've got other people to hang out with too. Setz mich nicht so unter Druck. Außerdem ist es Kate und ich finde, sie ist echt arm dran. Und wenn die sich schon mal meldet, finde ich, sollten wir sie nicht abweisen. Ich finde, das muss Chloe auch leider verstehen. Das ist meine Entscheidung. Hey Kate, what's up? Please, don't let your best friend get in the way. You okay? Bisschen Verständnis. I won't forget. I swear. Just do your homework and don't stress. I really don't think we should go into this right now. I'll call you later, okay? Thanks, Max. If you'd rather chill with Kate, please. Go ahead. Oh, die sollen mal nicht so genau lächerlich sein. For now. Let's rock. Okay. Sucks that Chloe and Joyce got into an argument. Ja, ist dann halt so. Und haben die sich halt mal ein bisschen angeziegelt, aber können wir jetzt nicht ändern. Wir gehen raus. Ich hoffe, ich habe nichts verpasst. Vergessen. Da gehen die beiden, der zwielichtige Typ vom Wohnwagen guckt uns hinterher. Warum auch immer. Neue Gegend.
race? Keep up. How many times are you going to get pissed at me this week? That depends on you, and how well you do in this phase of the test. Welcome to American Rust, my home away from hell. Raw and rough. It suits you. Max, do you know how awesome this is? I get my best friend back, and she's also supersized? We don't know for how long. Exactly why it's time to have fun. Die ist immer so aufgedreht. Are you kidding? After yesterday, I'm kind of over guns, Chloe. Freaks me out that you have one. Don't you trust me? Yes, but not that gun. You have more power than an army. Don't be scared of my little toy. Besides, we need it for the test. In dem Fall hat Chloe sogar recht. Wenn was wäre, könnte sie die Zeit zurückdrehen. You haven't changed a bit. Okay, let's do this. Can you find 5 bottles while I prep the shooting range? Beer and guns? Nice combo. You can handle it. Now go find us 5 bottles, pretty please. 5 Flaschen sollen wir der Madame Chloe suchen. Und wahrscheinlich können wir uns ja auch noch anderes anschauen. Das werden wir jetzt mal tun. Those shells look fresh. Okay. Vielleicht ballert die ja hier öfters mal rum. Da ist eine Flasche. Flasche. I bet I could get on the boat from a higher location. Hm. Da ist irgendwo auch noch ein Stuhl oben. Was ist das hier? Hm. I could use this board as a bridge. Doesn't look too heavy. Ja, dann gehe ich da gleich nochmal irgendwie hin oder so. All this rusted metal makes me feel serene. Am I morbid or just goth? Weiß nicht. I don't want to go that way. Oh, okay. Ein bisschen zu weit gegangen. Was haben wir denn hier? Thanks for the tip. Hier gibt es doch bestimmt auch noch was zum Fotografieren. Was ist denn da drin? Huch, da kann man ja reingehen. Das habe ich gar nicht gesehen. Hello, geh mal da durch, genau. This looks like a graffiti museum for Chloe and Rachel. Was ist da? Oh nein, ich habe sie unterbrochen. But I was here. Now we're officially a trio. We just have to find Rachel. Okay, Max Wars, hier haben wir auch geschrieben. Was ist das hier? So Rachel did go to a Vortex Club party. This flyer is dated right before she disappeared. Oh, wie gruselig, dass sie jetzt auch noch so Sachen findet. I want to die. Jeez. Who wrote this? Oh Mann. Hier haben wir eine Flasche, die können wir nehmen. Eine Flasche Hello, haben wir schon mal. Bottle number one. 4 more to go. Ouch. Hm. I can't see Chloe playing with makeup. Wer weiß, was das ein Armband? That kind of hurts. Ja, ein bisschen traurig oder enttäuscht ist sie auch, dass sie da die Zeit mit ihr so viel verbracht hat, mit Rachel statt mit ihr wahrscheinlich, also Max. Rachel Songs. I wonder if Chloe would ever make me a mixtape. Für Rachel? Ja, so ein bisschen eifersüchtig ist sie auch. I can't see Chloe playing with makeup. Achso, das ist nochmal das Make-up. Sorry. Was haben wir denn hier? They really were besties. I could have been me instead of Rachel. Das stimmt. Das hättest du sein können. Vielleicht wäre Chloe dann auch anders, wenn Rachel halt nicht verschwunden wäre. They would have gone all the way to Los Angeles for a rave. Psychedelic Apocalypse, Samstag, 12. August 2013, Normandy Crew, DJ Dings mit den Derby Girls, Laserlight Show und so weiter und so fort. Keine Minderjährigen. Ja, okay. Oh, man hört hier voll den Zug donnern. Wo fährt der? Das ist so laut. Ach, da. Boah, krass. Ist auch voll gefährlich hier eigentlich. Dass hier keiner kommt und den ganzen Kram wegräumt, dass es nicht abgesperrt ist und nix, aber gut.
Was haben wir denn hier? Ein Lagerfeuer. I'm sure this is a popular party pit. Stimmt. Oh, noch eine Flasche. Yay! Zweite Flasche. Boom. Only 3 bottles left. Ich muss ja noch da hoch. Oh! Oh, oh, oh. Schnell. Zeit zurück. Was mache ich dann? Ich muss das vorher wahrscheinlich irgendwie... Ja? Fisch. Ja. Okay. Oh, jemand schreibt uns. Was ist los? Wir lassen den Affen raus. Newburg ist 100 Kilometer entfernt, aber sowas von in deiner neuen Car. Wir müssen Popcorn fürs Autokino mitbringen. Oder was anderes. Egal, lass den Affen los. Zu spät. Was stand da alles? Hab das gar nicht mitbekommen. Oh, ich habe das alles gar nicht gelesen irgendwie, oder? Du musst mir noch dein großes Geheimnis erzählen. Was geht, Max? Beschäftigt, wir reden später. Ist Dr. Graham da? Wichtige wissenschaftliche Frage. Für dich gibt es einen Hausbesuch. Worum geht's? Wissenschaftsmodus ein. Was weißt du über Relativität? Wurmloch, Zeitreisen? Bin ich jetzt Dr. Who oder Doc Brown? Für welches Fach? So coole Hausaufgaben hatte ich noch nie auf. Ich habe Ahnung. Ich erzähle dir später mehr, wenn du mir hilfst. Wie die Zeit sind auch meine SMS unendlich, weil ich keine Begrenzung habe. Ich schicke dir eine Liste essentieller Bücher und Webseiten und Filme, deine neuen Wissen. Achso, das ist ja das, was wir dann alles schon gelesen hatten. Du weißt, ich mag Science Fiction, denk einfach drüber nach, okay? Frag jederzeit, wenn dir mir einfällt. Ich poliere in der TARDIS mein DeLorean. Wir lassen so den Affen raus. Newburg ist 100 Kilometer entfernt. Wir sollten um 5 los. Ich fahre. Aber sowas von, in deiner neuen Karre. Wir müssen Popcorn fürs Autokino mitbringen. Vielleicht sollten wir vorher wo essen gehen. Punkt, Punkt, Punkt. Oder was anderes. Egal, lass den Affen los. Zu spät. Smiley. Oh Mann, oh. Er ist so süß zu ihr und will wohl auch was von ihr. Aber ich kann Max irgendwie nicht einschätzen, ob sie auch was von ihm will. Was kann ich jetzt hier machen, dass das hier nicht nochmal passiert? Dass das hier nicht so runterknallt? Das ist doch blödi. Muss ich von der anderen Seite da irgendwie was machen, oder? Hm. Da ist noch eine Flasche, die steht hier auch einfach nur so rum. Die dritte. 3 down, 2 more to go. Talk about finding a bottle in a haystack. I wonder if Chloe thinks about her father when she looks at all these smashed up cars. Ja, wie weit kann ich hier eigentlich weggehen? Und wann soll ich mal wieder ein Foto machen? Wow, sir. That looks exactly like the same doe from my tornado vision. Wie jetzt? Was für ein Reh? Wo denn? Ich sehe keins. Bin ich bekloppt? The doe is the perfect photo op. Ach ja? Ach da! Wir sollen dem Reh ja auch immer folgen. Irgendwie. Es ist ja unser besonderes Tier. Es ist so virtuell gerade. Richtig komisch. Hä? Merkwürdig. Aber wir haben ein Foto geschossen. Immerhin. Ja. Kleidung. This was an old school punk shirt. Was ist jetzt mit den Flaschen? Also irgendwo, da konnte ich da oben noch raufsteigen. Und ich frage mich, ob ich das machen soll, damit es da nicht mir vor die Nase fällt, wo ich gerade eben war. Konnte sie nicht auch irgendwie mal laufen? Ah, hier gehe ich jetzt zumindest schneller. Okay, das ist gut. Da ist noch ein Hemd. This is the scariest thing here. Das Hemd? Weil man nie weiß, was mit Rachel passiert ist oder... Oder was genau. Weiß ich jetzt nicht. Wo gehe ich jetzt am besten lang? Gehe ich jetzt mal hier zur Planke oder was? Kann ich da irgendwas machen? Weil die Planke geht ja da vorne lang. Da komme ich ja auch nicht ran. Vielleicht da irgendwie so rum. Hier hatten wir schon die Geschosshülsen. Gehe ich mal hier den Hügel hoch. Den Müllhügel. So, Planke. Where to find bottles? Maybe Beweg mal die Planke. Way heavier than I thought. Ugh. Ach so.
Okay, das ist also dein Plan. Dann gehen wir hier mal rüber. Flasche Nummer 4. Nur, was mache ich jetzt mit der... Mache ich jetzt mit der anderen? Hinsetzen. Ja, setz dich mal hin, Maxiline. Although this junkyard is a dive, I see why Chloe hangs here. She's a steampunk. It actually feels like Chloe and I are kids again. We're hiding out and plotting our future. Despite all the chaos and bullshit, I feel so giddy hanging out with her again. So happy. Like we've both gone back in time. Ach, wie schön. Dass sie sich immer so nostalgisch erinnert. Haus war es ja auf der Schaukel und hier ist es jetzt die Müllkippe. Hm, okay. So, wir können natürlich aufstehen oder sie nochmal ein bisschen darüber nachdenken lassen. Uns fehlt aber definitiv noch die eine Flasche. Sehr schön. Ich stehe aber mal auf. Und Kate hat geschrieben. Max, entschuldige, dass ich dich mit meiner Bitte um Rat belästigt habe. Ich sollte nichts tun, außer die Welt mein Video genießen zu lassen. Kate, so habe ich das nicht gemeint. Ich möchte nur, dass du vorsichtig bist. Dafür ist es wohl zu spät. Trotzdem danke, dass du vorhin drangegangen bist. Ich habe eine Freundin gebraucht und du warst da. Ich bin auf deiner Seite. Danke, bis dann. Finde ich total wichtig, dass wir sie nicht im Stich lassen. Wir merken ja deutlich, dass sie sehr deprimiert ist und sich sehr einsam fühlt. Dann müssen wir jetzt nicht noch nur wegen Chloe irgendwie sie im Stich lassen. Da ist ein Football. The Bigfoots were here. Ja, ich denke, die eine Flasche ist da unten. Ich dachte halt, ich könnte von oben irgendwas machen. Genau, lauf mal ein bisschen. Wo ist jetzt diese Stelle? Where to find bottles? Maybe in an old refrigerator. Da war es auch nicht. Da ging es doch irgendwo hier rein. War das hier? Huch. Ah, hier. Aber dann geht sie kaputt. Okay, dann drehen wir die Zeit zurück. Ja, aber wenn du sie nimmst, dann geht sie kaputt. Können wir da irgendwas machen, dass sie... Hier, beweg mal die Kiste und steig drauf. Dann fällt sie nämlich nicht runter. Sonst sind wir noch gefangen in dem anderen Dingsbums. So. Maybe I can use this to reach the bottle. Ja, dann steig doch mal drauf. Ach so, macht sie von allein. Sehr schön. 5 Flaschen, Leute. Voila. Now I can deliver this bottle booty to Captain Chloe. Jawohl. Damit gehen wir zurück. Da ist eine Waschmaschine tatsächlich. I wonder how many generations of fashion went through that washing machine. Ach, das sind bestimmt so Tipps gewesen, die sie dann sagt, ne? So in der Nähe der Waschmaschine, weil sie noch gerade das sagte. Und dann in der Nähe davon ist dann eine Flasche oder so. Vielleicht deswegen. So sad to look at a grounded boat. I wonder who owned that and where they are now. Naja, egal. Wir haben 5 Flaschen, kümmern uns darum im nächsten Part von Life is Strange, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.